Na, 5 Minuten kann ich noch warten und dann gucken wir mal. So, fangen wir an mit dem Fest mal. Ich habe gerade Nahrung über. Volles Bund voraus hier. Wann darf ich bei den Robos? Ach, wir dürfen schon rein. Mensch, hier, komm. Dürfen wir nicht? Ich dachte, wir dürfen. Ich dachte, wir haben Frieden. Wir sind neutral mit den Gobos. Veteran, Stufe 3, freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann kommt jetzt die Medizinmänner hier. Schnellere Heilung auf unserem Gebiet. Ach so, das muss uns gehören, damit wir es ausgraben dürfen. Wir dürfen nicht nur hinlaufen, nein. Obwohl, ich darf das Gebiet gar nicht betreten. Warum darf ich das Gebiet nicht betreten? Nicht so gut. Kann ich jetzt hier so angreifen? Das stört ein bisschen. Mal bringen wir hier den Häuptling um. Jetzt brauchen wir einen neuen Axtkrieger. Axtkrieger waren da oben, ne? Ja. Du bist. So, und gleich müssen wir da rein. Leider. Den haben wir gemacht. Das Gebiet wird angegriffen. Achso, wird noch angegriffen. Ach, das da oben wird auch angegriffen. Nein. Lauf da mal bitte rüber. Jetzt reicht aber hier. Mal dahin und du mal dahin, bitte. Okay. So. Okay. Alles abgehalten hier. Und unsere Armee wieder verstärkt. Und Thorfinn hat es auch überlebt. Wer sagt denn? Wer sagt denn? Jetzt haben wir auch wieder unsere zwei Meister der Lehren. Dann ist ja gut. Die Kobolde holen sich ihr Gebiet wieder. Sehr gut. Das finde ich gut. Grün geht mir sowieso so ein klein bisschen auf den Nerven hier. Also wir könnten auch einfach mal den hier noch zusätzlich mit unter Druck setzen.
Ich habe Cory den Krieg erklärt. Ich möchte mal anmerken, dass Cory mir bereits den Krieg erklärt hatte. Oh, verdammt. Achso, okay, hier. Ich dachte gerade schon, jemand hat die Tore von Hillheim eingenommen, aber da sind die Valkyren. Oder auch nicht. Wir müssen nämlich nur 8 Monate kontrollieren hier. Das muss man schon ganz gut hier verteidigen, das Ding. Das hier gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Weil die müssen Hillheim 8 Monate lang kontrollieren. Das kann echt schnell gehen. Und in 8 Monaten kriege ich leider nicht die letzten beiden Siegen hier. Das heißt, entweder... Na doch, jetzt versuchen die hier schon wieder, die Kontrolle zurück zu übernehmen. Das heißt, jetzt zählt das natürlich nicht als Monat. Aber die rücken natürlich jedes Mal wieder an. Die einzige Hoffnung ist, dass die diese, dass sie die Truppen einzeln reinschicken und die gefallenen Valkyren mit diesen Truppen dann keine Probleme haben. Das wäre echt gut. Hedelheim zu halten ist schon eine Aufgabe für sich, aber 3 Monate haben sie halt schon. Mal die Kaminplatte dieses Mal. Ah ja, okay. Hier wird angegriffen und hier wird angegriffen. North. Das nervt mir so ein bisschen. Und das auch gleich in rauen Mengen hier, ne? Ich weiß gar nicht, wo grün angegriffen wird. Hier werden wenigstens auch angegriffen, aber ich habe ja alleine schon 5 Portale in meinem Gebiet. Das ist dann immer nicht ganz so cool. Orphin schafft das eigentlich alleine gegen 3. Das heißt, die anderen 3 schicken wir darüber. Ja, die Tore von Hillheim sind wieder neutral. Ja, diesmal hat er sich verschätzt, er kam zu spät, wie auch immer. Das darf dann nicht. Ja, genau, jetzt kommen die Jungs hier einzeln rein, dann sind sie kein Problem gegen die Dinger. Das war knapp. Das war knapp tatsächlich. Das hätte anders ausgehen können. Ja, man muss die 8 Monate durchgehend kontrollieren und er wurde jetzt wieder zurück auf 0 geschmissen. Weil das nicht reicht. Oder ist die Ziege gestorben? Nee, ne? Unbekannter Clan, aber wir wissen, es ist die Ziege. So, du bist noch bei 53% und bei 56%. 59%, okay, du musst den Ruhm erhalten, ja. Da ist der natürlich immer ganz gut geeignet, den Ruhmsieg, aber die 14 Gebiete sind jetzt vielleicht auch ein Problem. Mein Lila steht ja schon hier unten. Oh, jetzt hol ich Lila die Tore von hier rein. Mir fehlt noch ein Fachwissen. Das schaffen sie nicht mehr. Ich glaube, dann ziehen wir diese Aufnahmen hier auch einfach durch. Ja, er holt sich jetzt die Tore von Hillheim, aber ob er die 8 Monate kontrollieren kann, beziehungsweise ich brauche weniger als 8 Monate, um... Ah, da kommen sie. Kommt die nächste Ladung raus. Da geht auch ein Licht nach dem anderen bei ihnen aus. Ah, jetzt kommt Grün noch von hinten. Ja, aber klar. Grün ist immer für den Hinterhalt gut. Grün ist immer für den Hinterhalt gut. Aber es spielt keine Rolle, weil mir fehlt nur noch einer. Und den werde ich mir jetzt noch holen. 88% von unserem Sieg haben wir schließlich schon. So, Cory hat die Tore von Hillheim. So, jetzt geht's rund hier.
Alright. Das Ding hätten wir. Erledigt. Da war ja nichts zu wollen hier. Das hat sie ja auch schon gleich platt gemacht. Ja. Die KI hat damit auch keine Probleme, wie man so sieht. Ah, oh, hier steht noch ein Altar der Könige. Ah. Oh. Schick, schick. Da kommt sie. Immer noch der Meinung, dass dieses Land ihr gehört, aber dem ist einfach nicht so. Da hinten ist noch eine Anrüstung. Ja, toll. Das hilft mir leider alles nichts, was da Anrüstungen sind. So, wir stehen kurz vor einem Bündnis mit den Kobolden. Gibt auch 50 Ruhm. Und wir können Gebiete der Kobolde im Austausch für 50 Kröns besiedeln. Das ist natürlich nice. Hier nochmal 35 Steine. Boah, Legion Stufe 4. Buch von Valhalla, nicht schlecht. So, wir sind theoretisch noch 500 Wissenspunkte vom Sieg entfernt. Fass die eine an. Da rücken die Kobolde gegen diesen Turm vor. Finde ich gut, mache ich mit. Komm, Torfin, wetz mal deine Äxte hier. Da schlagen wir mit rein in die Kerbe. Gut, und jetzt gehen wir wieder. Immer schön Troublemaking hier. Ein neues Festmahl für uns bringt nämlich auch deutlich mehr Forschung. Theoretisch können wir hier mal reingucken. Ja, zack. Wir machen mal drauf hier. Hat sie ja mit ihrem kleinen Beutel da mit drauf knüppeln auf den Bär, finde ich auch niedlich. Ja, dieses Land gehört den Kobolden. Kannst knicken, Alter. So, gehen wir mal. Städtepartnerschaft. Okay. So, noch 60. Juhu, mach mit, mach mit. Das nehmen wir als letztes hier. Glückliches Volk. Und der Ahn. Bam! Der Sieg gehört uns. Ganz elegant gewonnen über einen Forschungssieg. Forschungssieg habe ich schon lange nicht mehr gemacht, aber es bot sich bei uns halt irgendwie auch einfach an. Ne? Wenn ich das angucke da mit drei von diesen Wissensstädten direkt daneben. Das war schon nicht schlecht hier. Okay. Cool. Damit sind wir für heute durch. Ich hoffe wirklich, dass am Anfang Ton da war oder ich 20 Minuten sonst Schweigen habe. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal. Euer Panem et Circenses.